Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Dead Space 3 und es geht auch direkt los in der Solo-Kampagne. Normal. Alles begann vor 300 Jahren mit der Entdeckung eines Alien-Artefakts. Unter dem alten Golf von Mexiko fand man den schwarzen Marker. Er schien unbegrenzte Energie zu versprechen, bis er Demenz, Wahnsinn und ein monströses Leben nach dem Tod namens Necromorphs hervorbrachte. Was genau beim Desaster um den originalen schwarzen Marker geschah, wurde vertuscht und verschleiert. Zu spät jedoch, um die Gründung einer ganzen Religion im Namen Michael Altmans, eines seiner Erforscher, zu verhindern. Sein fragwürdiger Tod machte ihn zu einem Märtyrer und Unitology war geboren. Bis heute gedeiht diese geheimnisvolle Organisation, die die Marker für göttlich hält und für uns alle eine glorreiche Vereinigung von Geist, Körper und Verstand erstrebt. Generationen nach dem Desaster um den schwarzen Marker sah die Menschheit sich aufgrund schwindender Ressourcen mit ihrem eigenen Aussterben konfrontiert. Verzweifelt versuchte man, den schwarzen Marker zu reproduzieren, um seine unbegrenzten Energien nutzbar zu machen. Die Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind missverständlich. Doch wissen wir heute, dass die Reproduktion erfolgreich und ihr Preis zu hoch war. Alle Markerkopien wurden an geheimen Orten im ganzen Universum vergraben, wo sie zu unser allerbesten hätten bleiben müssen. Doch stieß das Abbauschiff USG Ishimura während einer illegalen Abbauoperation auf Aegis 7 200 Jahre später auf eine der vergessenen Kopien, einen roten Marker, und leitete damit eine neue Welle der Markerinfektionen ein. Eine überlebende Schlüsselperson dieses Vorfalls war ein Ingenieur namens Isaac Clark. Der Marker sprach zu ihm und hinterließ ihm ein Geschenk, einen mentalen Plan des Markers. Isaac wurde von Earthgov gefangen genommen und gefoltert, sein Verstand nach den Geheimnissen des Markers durchforstet. Das Markerprogramm wurde alsdann wiederbelebt und man baute einen neuen auf der beliebten Titan Sprawl. Doch das Desaster ließ nicht lange auf sich warten. Isaac konnte fliehen, wenn auch nur um Haaresbreite. Von der Sprawl blieb nur Staub übrig, genau wie von Aegis 7 zuvor. Seit dieser Zeit hat sich die Markerkrise nur noch weiter verdichtet. Und Isaac Clark, dessen vom Marker berührter Verstand mit dem Wissen brannte, wie man den Marker nachbilden und auch zerstören kann, hielt sich im Verborgenen, fest entschlossen, sich von den Markern und all ihren Erzeugnissen fernzuhalten. Aber es gibt noch Hoffnung. Ein Eisplanet, auf dem jemand es vor 200 Jahren irgendwie schaffte, die Erhebung eines Markers aufzuhalten. Ein Fingerzeig aus der Vergangenheit, der unsere Zukunft retten könnte. So, das war das Intro, beziehungsweise sozusagen was vorher war. Ich habe den ersten Teil gespielt, den zweiten leider nicht. Ich spiele jetzt mit euch den dritten. Komplett blind. Und ich bin echt gespannt. Ich grusel mich bei sowas ja echt schnell. Aber ich denke, das macht es dann für euch nur umso lustiger. Und da kommt doch auch schon irgendjemand angestoppt. Ein Mensch. Alpha Niner, hier Whiskey 250. Alpha Niner, hier Whiskey 250. Serrano, hören Sie mich? Tim? Oh Gott sei Dank, haben Sie es gefunden? Gefunden? Doc, ich weiß nicht mal, wonach wir suchen. Folgen Sie einfach dem Wegpunkt, den ich Ihnen schickte. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Wir müssen dorthin! Schnell, hören Sie! Wir müssen dorthin, wo der Arme verloren! Verdammt!
Okay, also das könnten wir sein. Ja, das sind wir. Okay. Drück und halte B für Ordnung. Okay. Um einen Nahkampf angreifen, mit Shift kann ich rennen. Okay, Tim. Du schaffst das. Er zählt auf dich. Du bist ein Soldat, oder? Richtig. Die Waffe ist nicht mehr geladen. Wir wollen zum Ziel. Ich weiß nicht, warum ich immer Nahkampfangriffe mache. Da dann noch einen zweiten Nahkampfangriff. Nicht nur der dritte, sondern auch so ein Schlag. Naja, der werden wir dann bald kennenlernen wahrscheinlich. Mann! Holo, Anfänger, Tau Volantis. Ah! Wow. Hey Doc, ich hab's gefunden. Gut. Kommen Sie rein? Es ist komplett abgeriegelt. Sehen Sie sich um, es muss einen Weg geben. P92, vielleicht für... Endlich! Munition. Ah. Okay, aber. Oder R. Ah, R. Was auch. Gott, da habe ich mich ja schon jetzt erschreckt. Sag er nicht. Oha. Irgendwie funktioniert meine Steuerung noch gar nicht. Winde. Doc, ich habe einen Weg hineingefunden. Gut. Sie suchen nach einem Zylinder von etwa einem halben Meter Länge. Können Sie ihn sehen? Boah. Hab ich mich jetzt verjagt. Also ihr wisst, ihr seht, was auf euch zukommt. Also bei Dead Space 1 haben die sich manchmal so hingehört. Hat der das? Und ich würde sagen, was uns am oberen Ende dieser Leiter erwartet. Das seht ihr in der nächsten Folge von
Dead Space. So, ciao. Haut rein.